So, hallo liebe Leute, willkommen wieder zurück hier bei Bulletstorm. Es hat's kurz geleckt, ihr scheiß drauf. Wir haben letzte Folge die Peitsche erstmal einsetzen können und schön Skillpunkte verdienen können. Und jetzt geht's wieder weiter. Kugelkick. Komm her. Ja, ja, wunderschön. Kugelkick, 25 Punkte. Also der Kugelkick bringt uns anscheinend gar nichts. Klatschen wir sie lieber da hinten an. Zerstochen, 500 Punkte. Sehr geil. Halt durch, das Basislager ist direkt vor uns. Okay, Friendly Fire ist nicht an. Barmherzigkeit, ja. Gut, 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 gut. Dann würde ich sagen... Wir nutzen Konföderationsbestände. Oh, vierfach, Mann. Das ergibt keinen Sinn. Wir sind in den Außenquadranten. Hier gibt es weit und breit keine Kolonien oder Konföderationstruppen. Scheiß drauf, Mann. So, erstmal ein bisschen Munition holen, würde ich sagen, bevor sie uns noch im ungünstigsten Moment ausgeht. Ja, machen wir das auch nochmal. Ich will doch das erreichen mit dem, dass ich einen Gegner töte, bevor der Gegner, den ich davor in die Luft getreten habe. Kopfschuss! So, kriegen sie ja alle mit Umwelttöris einen aufs Maul, bevor ich hier noch verrecke. Ich habe nämlich vor, in diesem Let's Play kein einziges Mal drauf zu gehen. Ich schieße den aber auch immer echt in die Eier, Alter. Ich bin so... Dieser Ort ist mit geringer Strahlung verseucht. Wenn wir uns zu lange hier aufhalten, wird keiner von uns überleben. Wie in den guten alten Zeiten. Sorry, dass ich nicht in Nostalgie schwelge. Macht nichts, kann ich dir verzeihen. Die Konföderation belohnt dich für schnelle Reaktionen in kritischen Situationen mit Skillpunkten. Bereite dich darauf vor, RMT festzuhalten und dir jetzt einer anzusehen. Oh ja, so Reaktionstraining. Ich habe den Komplex gescannt. Der einzige Ausweg führt nach unten. Wo sind Quartiere in einem Minenkomplex? Bist du für diese Art von Kampf bereit? Nein, bin ich nicht. Ich bin für nichts dergleichen bereit. Ja, ich weiß, du wurdest gerade aus keine andere Wahl. So, auf zu quengeln und bewegt deine Arschdauer. Ja, fantastisch! Zack! Rutschgefahr. So. Rein da. Was ist hinter uns? Okay, ich hab gedacht, da wäre ein Gegner. Gut. Verwenden. Runter in den Minen rein. Und es gibt einen kurzen Black Screen. Akt Kapitel 2. Das sehe ich sehr nützlich. Ich vergesse jedes Mal meine Uhr zu stellen. Egal, jetzt habe ich nochmal 6 Minuten dazu. Also, wir sind im ersten Kapitel. Nee, im ersten Akt, Kapitel 2 allerdings. Was ist das hier? Illegaler Uranabbau? Nein, die Konstruktion ist zu perfekt. Das ist keine Unterweltoperation. Wer auch immer diese Unternehmung finanziert, kann seine Investition vergessen. Bleib wachsam. Wir sind hier nicht sicher. Wir sind hier auch nicht zum Urlaub. So. Nein, Detonation noch nicht verfügbar. Ladung freischalten? Klingt lecker. Klingt auf jeden Fall lecker. Habe ich da auch nicht die Kohle für. So. Der einzige Weg. Eine Wasserrutsche. Aufwachen, Grenzebärchen. Bats! Der Mann versinkt in seiner Arbeit. Slago!
du Piss, wenn dran bist. Slago pisst jetzt mit den Engeln, mein Freund. Ach komm schon, jetzt hier. Nein, Mann. Ausgetrickst. Viele Skillpunkte gibt mir das aber auf Dauer gesehen nicht. So. Ich muss mal gucken, was ich dafür ausmachen, was ich dafür ausführen muss, um richtig schön viele Skillpunkte auf einmal zu kriegen. Die sind alle rot. Heilige Scheiße. Hier ist genug konföderierte Feuerkraft, um die Alien-Horden auf Warworld zum Glauben zu bekehren. Zerstör alles. Lass diesen Wilden keine Möglichkeiten, uns zu verfolgen. Okay. Ich mag, wie dein neues Hirn tickt. Ich glaube, da kann ich auch einfach nur die Peitsche benutzen, ne? In der Tat, kann ich machen. Och, jetzt komm, ich bin echt gut. Die Einheimischen scheinen deinen Plan nicht besonders zu mögen. Töte sie alle! Meine Zeit wird knapp. Ich habe fast keine Energie mehr. Ich wollte in diesem Let's Play nicht draufgehen. Auch auf dem Schwierigkeitsgrad normal. Arschloch. Bloody Screen, so real. Komm her. So. Vorsicht, die Freaks haben einen Vulture. Setz die Peitsche ein. Ja, Mann. Alles zerlegen. Und ich bin noch nicht draufgegangen. Peitsche. Komm schon. Ein Terminal für Tiefkernbohrungen. Das Ding verwendet Schwerkraftfusionskolben. Da kannst du dich aufladen. Ladung freischalten. Ich brauch 60 Skillpunkte dafür. Nur 60. Die Absturzstelle der Ulysses ist auf der anderen Seite dieser Stadt. Och, komm schon. Was hängen da eigentlich Busse an den Dingern rum? Naja, mit diesem schönen, na, mit dieser wirklich schönen Aussicht eigentlich, hübsch, verabschiede ich mich hier, sage bis zum nächsten Mal bei Bulletstorm, bis dahin, haut rein, ciao.